So, da bin ich wieder. Mal gucken. So, jetzt auch noch ein bisschen weiter. Siebzehn Stunden Spielzeit. Gott, wie ich das hasse. Hey Tobe! Na, wie geht's? Oh, ich habe mich heute so gefreut, hast du gehört, dass ein paar PS4-exklusive Titel demnächst für PC kommen. Weil hier, ich glaube, Quantic Dream ist das, nicht mehr Sony gehören. Heavy Rain, Beyond Two Souls und Two Human oder so. Also nicht, dass ich jetzt so viel Zeit hätte, noch andere Dinge zu spielen, aber... Ey, vielen, vielen Dank, Tobe. Danke für den Sub. 12 Monate. Ach, ärgerst du dich, weil der Streak weg ist, aus irgendeinem Grund? Hey, Marinecraft, na? Ja, wahrscheinlich für dich als PlayStation-Besitzer jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Aber ich find's auf jeden Fall saugeil. Achso. Okay. Ja, wäre bei deinen 1000 Accounts doch gar nicht möglich, ne? Ich hoffe, Sound ist nicht zu laut, sondern ihr hört mich. Haha. So kann man es auch sehen. Ah, okay. Ja, viel Spaß dann. Ah, okay, sehr gut. Nur insgesamt sehr laut. Aber ich will ja auch ein bisschen Krach machen hier. Oh Gott, ey, es ist so schwierig. Ich habe mal wieder ein paar Streaming-Einstellungen geändert und werde jetzt wahrscheinlich auch gleich nochmal Apex zocken. Aber über die Xbox, nur mal um zu gucken, wie es läuft. Ja. Wie soll ich denn da vorbeikommen, ey? Prince of Persia, Quicktime Wall Jump. Ah, es klingt schwierig. So ähnlich. Allerdings, ja, vollkommen richtig. Au. Weniger A und mehr Zuversicht. Ja, krass, dass ihr jetzt beide noch dazugestoßen seid, weil ich, vielleicht gab es dann vorher keine Meldung, weil ich stream schon seit über einer Stunde. Ich habe nur den Stream gerade mal neu gestartet.
Nur deswegen ist schon die Zuversicht so ein bisschen weg, weil wir haben schon ein paar hundert Tode hinter uns. Ah, okay. War einfach Zufall. Ja, weil manchmal gibt es irgendwie keine Meldung und das ist dann manchmal ein bisschen doof. Weil dann Leute dazu stoßen und sich denken, die das streamt schon seit einer Stunde. Ich habe alles verpasst. Schaust du mal rein. Sehr gut. Ja, bei Celeste sieht man immer einen, der schlecht spielt und hört gute Musik. Fuck. Ja. Ja, kannst du hier abräumen? Ich hab's leider nicht gespielt auf dem Gameboy. Ich habe verschiedene Prince of Persia Teile ein bisschen gespielt, aber nicht so, dass ich da jetzt noch von zehren könnte. Oh, fuck, wir haben's. Castlevania hat aber nicht so viele schnelle Sprünge, oder? Castlevania habe ich auch gezockt, aber auch nicht auf, nee, auch nicht auf dem Gameboy. Oh Gott, wie ich es jetzt schon hasse. Au. Es gibt bei Castlevania ja so einerseits die Teile, die relativ langsam und ultra schwer sind. Und dann gibt es ja die Teile, wo du auch so Level aufsteigen kannst und so alles, was nach Symphony of the Night kam. Und da waren auch manchmal ein bisschen schnellere Sprünge bei, ne? Genau, das waren ja dann die neuen, mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre alt oder so. Aber es waren ja dann die Sands of Time-Dinger. Die klassischen Prince of Persia-Teile, die ersten beiden, waren ja auch einfach nur unfassbar schwer. Nee, Sands of Time habe ich nie gespielt. Also das letzte Prince of Persia, was ich gespielt habe, war von 91 oder so. Schon ein bisschen her. Bam! Ja, Assassin's Creed steht auch noch relativ weit oben auf der Liste von den Sachen, die ich demnächst spielen wollte. Problem bei den Spielen ist immer, dass sie gleich so riesig sind. Ich freue mich ja bei Celeste, dass wir schon ziemlich am Ende sind. Und ich zock gerade erst, Anführungszeichen, 18 Stunden. Und bei Assassin's Creed wären es ja dann immer eher direkt 100 Stunden. Sands of Time wäre aber eigentlich auch ein ganz geiles Spiel, um das so wegzuzocken, ne? Wobei ich nicht weiß, ob ich das heute noch gut spielt. Und wann ist das? 2004 oder so?
Man unterschätzt manchmal, wie krass sich das alles weiterentwickelt hat. Echt? Ja, und dann musst du noch rechnen, dass du, dadurch, dass du es von früher schon kennst, vielleicht auch nochmal so einen Nostalgiefaktor mit dabei hast, der bei mir dann fehlen würde. Also klar, könnte ich es probieren. Aber ich hatte es auf jeden Fall schon bei ein paar Spielen, dass wenn man die früher nicht gespielt hat und die sind, sage ich mal, älter als 15 Jahre, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger als die Leute, die das auch schon damals gespielt haben und irgendwie Fans sind. Ja, genau. Müssen wir mal gucken. Allerdings, ne, Assassin's Creed 1 spielt sich auch noch gut. Also, es muss jetzt auch nicht direkt schlecht sein. Weil Assassin's Creed 1 auch ein bisschen neuer ist. Nein! Gerade die alten. Ich muss sagen, ich habe die neuen noch nicht gespielt. Na, Assassin's Creed wurde ja jetzt gerade für die Xbox remastered. Also, im Grunde jetzt nichts Tolles, aber halt 4K 60. Und alles bisschen höher aufgelöst und so. Schon ganz schick im Vergleich zu dem alten Ding. Klar, auf einem PC kann man sowieso dann immer hochstellen, aber gerade bei der Xbox oder bei anderen Konsolen ist ja normalerweise so, dass wenn du die Version dann noch spielst, die 360-Version, dann sieht es halt auch aus wie damals die 360-Version, ne? Also 720p30. Und das ist natürlich schon ziemlich geil, dass du es dann auch auf der Konsole irgendwie aufgelöst spielen kannst. Auf dem PC natürlich nichts Besonderes. Und bist du gehypt wegen dem neuen Google Internet-Videospiel-Spielen-Gedöns? Wäre das was für dich? Obwohl, du hast so schlechtes Internet, ne? Na, Google hat doch jetzt angekündigt, dass sie demnächst sowas haben werden, dass du, also dass die Spiele quasi bei denen auf dem Server laufen. Und du brauchst nur ein Gerät, was quasi das Video anzeigen kann. Und du kannst dann quasi von überall alle Spiele in 4K 60 spielen. Und es soll sogar so sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier das auf YouTube streamen würde, dann könntest du dich einfach reinklicken und an derselben Stelle weiterspielen. Und egal auf welchem Gerät, auf dem Handy, auf dem PC, auf dem Laptop, auf einer Spielekonsole. Es wird halt so ein bisschen angepriesen als das Netflix für Games. Du musst dann quasi nur so ein Abo haben, du brauchst keinen schnellen Rechner. Du brauchst halt nur eine gute Internetverbindung. Und kannst die Sachen alle zocken. Ja, ob das jetzt so... Also das halte ich jetzt halt nicht für eine private Information... zu sehen, wann ich was spiele. Sonst würde ich es ja auch nicht die ganze Zeit streamen. Ich habe da vor allem deswegen wenig Interesse dran, weil ich sehr empfindlich bin, was Latenz angeht. Und es wird halt, es muss halt immer mehr Latenz haben, als wenn du es lokal spielst. Weil du ja die Eingabe erst hinschickst und dann kommt das Bild zurück. Und dann ist auch die Bildqualität von YouTube und Twitch nie so gut, wie ich sie haben will. Du kannst über Streaming einfach keine richtig gute Bildqualität machen. Oder noch nicht.
Dann kommt Werbung rein. Ja, ich denke mal, das wird ein kostenpflichtiges Abo sein. Ich denke mal nicht, dass dann Werbung kommt. Aber ich meine, ein High-End-Rechner und so kostet ja auch Geld. Und die Spiele sind ja dann quasi inklusive. Ja, okay. Ich muss sagen, das wäre echt ein Aspekt, der mir relativ egal ist, weil die Daten, die sie über mein Handy kriegen und so, alle viel privater sind, als was ich für Videospiele spiele. Aber auf jeden Fall interessant, dass das für dich ein Aspekt wäre. Das heißt, wenn es eine andere Firma wäre, eine neue Firma, würdest du es überlegen? Also es gibt ja hier Shadow, eine deutsche Firma, die das macht. Das wäre dann eher interessant für dich. Die wollen 35 Euro im Monat. Und dafür kriegst du einen Rechner mit einer GTX 2080, der immer auf dem neuesten Stand gehalten wird. Ja, ich muss sagen, das wäre jetzt, also für dich zum Beispiel, wenn ich das jetzt ja über einen Rechner laufen lassen würde, der nicht hier steht, sondern dann irgendwo anders, wäre es jetzt so ein großer Unterschied? Also ich muss ja sagen, dass ich zum Beispiel ein Riesenfan bin von Netflix und Spotify. Und ob das jetzt weniger menschlich dadurch ist. Ja. Weiß ich nicht. Nö, kannst ja auch ruhig haben, ist mir ja wurscht. Finde ich nur ganz interessant, weil es sind alles Aspekte, die mir alle ziemlich egal sind. Naja, was heißt, was deren Endziel ist? Das ist eine Firma, die wollen Geld verdienen und die verdienen damit Geld. Vor allem wäre das das Killer-Feature gegen Twitch, ne? Also ich meine, das wäre schon ziemlich geil, dass wenn du irgendwie ein Let's Play oder irgendwas guckst und du und der Streamer ist gerade an einer ziemlich krassen Stelle oder so und das ist irgendwie voll cool und du kannst hinterher in dem VOD einfach dieselbe Stelle dann auch nochmal selber spielen. Indem du einfach nur reinklickst und dann spielst du da weiter. Ich muss sagen, ich fände es ziemlich geil. Naja, gut, mit Artikel 13 hat das ja so erstmal nichts zu tun. Ich tippe ja sogar, dass Google davon mit am wenigsten betroffen ist. Das ist ja das Absurde, weil eigentlich machen sie das ja, um Google zu schädigen. Und klar, Google macht ja jetzt auch viel Stimmung gegen uns so und ich glaube, für die YouTuber wird es auch teilweise echt doof. Aber ich meine, Google hat schon ein Content-ID-System. Das machen die im Grunde schon alles. Google sind die, die schon einen Upload-Filter haben.
Ja, sehr gut. Ich war ja auch schon auf einer Artikel 13 Demo. Jetzt am 23. ist ja nochmal die große Demo. Das ist ja jetzt der Samstag, ne? Da kann ich leider, genau, übermorgen. Da kann ich leider nicht, wo ich mich auch echt drüber ärgere. Ich habe ja die Befürchtung, dass es relativ wenig nutzen wird, die Demo. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht hingehen sollte. Aber ich bin deswegen ein bisschen pessimistisch, weil es ja ein europaweites Ding ist. Und die anderen Länder machen halt so wenig Wind, ne? Das kommt hauptsächlich gerade aus Deutschland. Und so groß und wichtig Deutschland auch irgendwie ist. Ach, fuck! Aber so innerhalb der ganzen EU ist es dann doch wieder relativ winzig. Und ja, die Abgeordnete aus den anderen Ländern, denen wird das einfach ziemlich wurscht sein. Koblenzer Front hier. Sehr gut. Nee, ich ärgere mich auch wirklich, dass ich da nicht hingehen kann. Ich finde es insgesamt ganz gut, auch mit den Fridays for Future, dass man einfach ein bisschen merkt, dass auch mal die jüngeren Leute irgendwie mal auf eine Demo gehen. Generation YouTube. Wo früher auf den Demos so alle bloß nicht filmen und so. Und das sind jetzt die Leute, die alle die ganze Zeit Insta-Stories machen, während sie auf der Demo sind. Fand ich sehr lustig. Ja. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich für viele Leute, die da jetzt hingehen, die erste Demo. Und es ist wahrscheinlich dann auch einfach gut, dass so die Leute mal sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, mal auf eine Demo zu gehen. Und vielleicht ist es ja dann für viele so ein bisschen so ein Einstiegsding, dass auch andere Dinge, die sie nerven, dann mal dazu führen, dass die Leute auf die Straße gehen. Deutschland wird ja generell so wenig demonstriert. Wobei man in Berlin manchmal das Gefühl hat, dass dauernd wegen jedem Quatsch demonstriert wird. Einfach nur, weil wenn demonstriert wird, dann halt hier. Ich würde jetzt mal tippen, dass hier jede Woche so 3 Demos sind oder so. Tag den Bundestag besetzen. Ich glaube, was echt gut wäre, wäre einfach mal sich irgendwie mit genug Leuten auf so eine Kreuzung oder so zu setzen. Einfach mal irgendeine Verkehrsstraße zu machen. Dafür brauchst du wahrscheinlich nicht mal so richtig viele. Aber so 200, 300 Leute lassen sich auch mal nicht so eben wegtragen. Einfach mal eine Schule, statt morgens zur Schule zu gehen, einfach mal auf irgendeine Straße setzen. Fuck! Mann, ey, es ist so schwierig. Ja, genau. Ey, ich will mich halt immer möglichst nah ranstellen und ich stehe dann immer ein bisschen zu nah dran.
Ey, ich hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass das jetzt hier so schwierig ist, da durchzukommen. Ach so, einfach vielleicht durchlaufen? Dass man so fällt? Oh nein, da ich hüpfe mal ein bisschen drauf rum. Warte auf den richtigen Moment. Fuck. Ah. Irgendein Game aus deiner Kindheit. Ich habe immer total das Gefühl, es ist wie Meat Boy. Aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr Parallelen. Es gab so viele Plattformer damals allerdings. Und ich hatte auch wirklich eigentlich gedacht, dass mit Mario 64 die jetzt alle 3D werden. Und das war ja auch kurzzeit so. Und ich hatte wirklich kurz gedacht, so da kommen jetzt auch keine 2D-Spiele mehr. Weil wieso? 3D ist doch alles viel geiler. Und irgendwie finde ich es dann immer lustig, dass die Sachen dann doch alle wieder zurückkommen und das auch nochmal irgendwie eine andere Qualität hatte. Oh Gott! Puh. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch ein paar andere sehr coole Retro-Spiele. Die so aktuell auf meiner Liste stehen. Aber wie es immer so ist, ne? Wann soll man denn das alles spielen? Toby Fox? Was? Undertale und Deltarune? Warte mal. Ich schau mal eben. Sagt mir vom Namen her beides was, aber ich muss mal eben gucken. Habe ich leider beides noch nicht gezockt. Ach, Undertale. Oh Gott, ja, da habe ich so Bock drauf. Habe ich leider nicht. Und dadurch, dass die Liste so krass ist, würde ich es auch erstmal nicht zocken. Deltarune habe ich noch nicht gehört. Sieht aber auch so cool aus. Ist das neue dann? Oder? Ah, okay, cool. Ah, oh, fuck. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall, oder Undertale sah auf jeden Fall sehr verrückt aus, was ich bisher davon gesehen habe. Das ist so ein typisches Spiel, wo ich mir extra noch gar nichts angeguckt habe, weil ich eigentlich vorhab, das irgendwann nochmal zu spielen. Und auf keinen Fall wollte, dass ich schon gespoilert bin. Ah, stimmt. Clever. Clever! Ja, es sieht leider nicht danach aus, als ob ich es demnächst spielen werde. Ich habe gerade noch ganz viele andere Spiele auf meiner Liste. Wobei ich die natürlich sowieso die ganze Zeit immer mal umschmeiße. Ja, das stimmt. Au. Gutes Story-Game. Ja, also die Sachen, die ich gehört habe, waren echt
mehr oder weniger unfassbar. Au! Peng! Das, ich fand die Sachen, die ich gehört habe, erinnerten mich ein bisschen an Nier Automata oder Nier Automata. Von der Verrücktheit her und so. Habe ich leider auch noch nicht gespielt. Wie soll man denn das machen, bitte? Okay. Schwierig. Fuck! Ich muss sagen, Celeste ist schon unfassbar schwierig. Also, ich glaube, ich habe sehr lange nicht mehr sowas Schwieriges gezockt. Ich habe ja Celeste schon durch. Ich habe bei Celeste alle Erdbeeren, das sind quasi diese Extra-Dinger, gesammelt. Ich habe das Extra-Level geschafft. Ich habe das Extra-Level mit allen Erdbeeren. Ich habe alle geheimen Herzen. Das sind jetzt die B-Seiten, das ist quasi nochmal wie die Dark World bei Meat Boy. Aber es gibt wohl noch die C-Seiten und es gibt wohl noch geheime goldene Erdbeeren. Also es wird noch ein bisschen krasser alles. Almost. Wow. Ja, das war's. Ach so, doch, war eingesammelt. Ich dachte, das Geld nicht als eingesammelt und hab mich sterben lassen. Ripperoni. Thank you.
Na, ich Idiot. Ja, genau. Celeste ist einfach wie Tennis. Ich bin ja übrigens, habe ich ja voll Bock auf Sekiro. Shadows Die Twice. Aber ich weiß irgendwie nicht, ob ich nicht noch warten soll, bis die ganzen Add-ons und so draußen sind, weil gerade bei Dark Souls war es eigentlich immer so, dass es sich gelohnt hat, das dann zu warten, bis alles raus ist und dann das als Paket zu kaufen. Naja, es ist von den Dark Souls-Machern, das ist ja mehr oder weniger der Nachfolger. Es wäre erschreckend, wenn es nicht wäre wie Dark Souls. Ah. Ja, und die Leute wollen auch nichts anderes. Wobei die ja schon ein paar Sachen gemacht haben, die gar nicht wie Dark Souls waren, ne? Wo du mehr so erkunden musstest und so. B-Side complete. Ein paar Tode sind dazu gekommen. Ha ha.